Egal, ob sie Königsmund verwüstet oder sich verliebt, Emilia Clarke hat schon viele intensive Szenen in Filmen und Fernsehen gespielt. Am Set scheint sie jedoch eine wirklich liebenswerte Person mit einem großartigen Sinn für Humor zu sein. Und wir haben die Outtakes, um es euch zu beweisen. Game of Thrones stellte seine Darsteller vor eine Reihe einzigartiger Herausforderungen. Anders als bei Sitcom-Formaten wie Full House wurde an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gedreht. Außerdem begegneten uns oft wortlastige Dialoge und aufwendige Special-Effekt-Spektakel. Besonders Emilia Clarke kam mit all diesen Elementen ständig in Berührung. Ihre Figur Daenerys Targaryen reiste viel, sprach mehrere Sprachen und ritt auf dem Rücken feuerspeiender Bestien. Jedoch sind wir alle nur Menschen, selbst die Mutter der Drachen. Und Menschen machen Fehler. Für eine Szene musste Clarke einen komplexen Dialog in der kniffligen, fiktiven Sprache der Dothraki abliefern, während sie auf einem leblosen Gerät saß, das später zu einem CGI-Drachen werden würde. Das ist ganz schön viel für jeden Schauspieler und Clarke hatte verständlicherweise ein paar Schwierigkeiten, ihre Dothraki-Texte wiederzugeben. Natürlich verlor sie nicht die Besonnenheit und blieb bei bester Laune. Anna gebackt! Als Clarke etwas lockerer wurde und aus Spaß ein paar Zeilen improvisierte, hörten sich diese nach ziemlich natürlichem Dothraki an. Emilia Clarke ist in England geboren und aufgewachsen. Das Land ist zwar recht klein, doch voller verschiedener Dialekte. Unter anderem gibt es einen unverwechselbaren Liverpooler Dialekt, den Fans der Beatles vielleicht wiedererkennen. Oder die klare, klassische Sprechweise, die von Schauspielern und Schauspielerinnen in anspruchsvollen britischen Fernsehsendungen häufig verwendet wird. Letztere nutzte Clarke für ihre Rolle als Daenerys. Dieser Dialekt unterscheidet sich auch nicht allzu sehr von ihrem natürlichen südenglischen Akzent. Aber als ausgebildete und erfahrene Schauspielerin kann sie den Unterschied zwischen den vielen Dialekten ihres Landes erkennen und reproduzieren. Eine besondere Szene zeigt Schauspieler Mikiel Houseman, der Daenerys treuen Berater und geliebten Dario Naharis verkörpert, wie er sich ihr mit einem Strauß Wildblumen nähert. Im Outtake dieser Szene sorgt Clarke für gute Laune, indem sie alle mit einem perfekt Ost-Londoner Cockney-Dialekt überrascht. I'm a Khaleesi, not a queen. Fake me. Natürlich spielt Game of Thrones nicht in einer echten historischen Epoche. Es ist eine mitreißende Fantasy-Geschichte, die in einer Welt voller Drachen und übernatürlicher Bedrohungen angesiedelt ist. Dennoch scheinen die meisten Charaktere aus irgendeinem Grund britische Dialekte zu haben. In einem Outtake der 8. Staffel setzt sich Daenerys zu einem Gespräch mit Sansa Stark zusammen. Ein seltener Moment der Ruhe und Höflichkeit vor einer weiteren Runde der Gewalt. Zu diesem Zeitpunkt hat Daenerys seine Beziehung mit Jon Schnee begonnen und jeder denkt, dass er ein Bastard der Stark-Familie ist und Sansas Bruder. Spoiler-Alarm! Es stellt sich heraus, dass Jon ein Targaryen ist, genau wie seine Tante Daenerys. Aber diese kleine Information tut nichts zur Sache, da Clarke die Attraktivität von Jon Schnee-Schauspieler Kit Harington als Aufhänger nutzt, um in einem modernen, umgangssprachlichen Dialekt zu improvisieren. In sämtlichen Aufnahmen von hinter den Kulissen sowie in ihren vielen Interviews scheint Clarke eine extrem charmante und bodenständige Person zu sein. Sie verkörpert definitiv nicht den Hollywood-Stereotyp der anmaßenden, selbstsüchtigen Albtraumdiva, die nie zufrieden ist. Aber wenn Clarke so sein würde, wäre ihr Verhalten vielleicht nicht völlig unangebracht. Immerhin spielte sie 8 Staffeln lang in einer der größten TV-Serien der Geschichte mit und wurde dabei zu einer internationalen Berühmtheit. In einer urkomischen Montage, die Clarke für Glamour drehte, gibt sie den Zuschauern einen Einblick darauf, wie es gewesen wäre, wenn sie sich all den Ruhm und das Lob zu Kopf steigen lassen würde. Where's my wig? Where's my orange mocha frappuccino? Where are my kale chips? Nach weiteren lustigen Anfragen zu Klopapier, Spanx, Uber und ihrem Freund hebt sie sich die wichtigste Frage für den Schluss auf. Where's my privacy? Do you know what I mean? Bye. 2016 waren von Game of Thrones bereits 5 erfolgreiche Staffeln ausgestrahlt, sodass Emilia Clarke sich umschauen und in großen Filmen mitspielen konnte. In Ein ganzes halbes Jahr spielt Schauspieler Sam Claflin einen Mann namens Will, der komplett niedergeschlagen ist, nachdem er bei einem schrecklichen Unfall gelähmt wurde. Clarke porträtiert Lou, eine bezahlte Begleiterin, die angeheuert wird, um Will wieder mehr Mut zu verschaffen. Es überrascht euch sicher nicht, dass sich die beiden nach einem holprigen Start irgendwann ineinander verlieben.
Lou ist total anders als Daenerys. Zwischen den Takes hatte das Set von Ein ganzes halbes Jahr jedoch viel Ähnlichkeit mit dem Set von Game of Thrones, da Clarks humoristische Art bei Missgeschicken voll zur Geltung kam. In einem Outtake soll Clark ein Auto fahren. Aber wie wir alle wissen, funktionieren Autos nicht richtig, wenn die Handbremse angezogen ist. Das scheint mit diesem Fahrzeug der Fall zu sein, was Clark völlig aus der Fassung bringt. Zum Glück kommt ihr jemand von der Filmcrew zur Hilfe. If you put my handbrake on. Yeah, thank you. So just give it a... It's a really good start. Emilia Clarke ist den meisten wohl bekannt in ihrer bahnbrechenden Rolle als Daenerys aus dem Haus Targaryen. Die erste ihres Namens, Königin von Meereen, Khaleesi des großen Grasmeeres, Mutter der Drachen und so weiter und so fort. All diese Titel tragen unheimlich viel Klasse und Würde in sich. Aber im Kern ist Daenerys nur ein Mensch. Ebenso wie Clark, die einen normalen menschlichen Körper besitzt, der von Zeit zu Zeit peinliche Geräusche machen kann. Es ist unklar, ob eine hörbare Eruption am Set von Ein ganzes halbes Jahr tatsächlich von Clark kam oder ob sie das Ergebnis eines quietschenden Sofakissens oder fehlerhafter Filmausrüstung war. Aber das verräterische Geräusch eines massiven Gaslecks kam definitiv aus Clarks Richtung. Irgendwie schaffte es ihr Co-Star Sam Claflin nicht sofort loszulachen und behält für ein paar Sekunden die Haltung, bis er schließlich mit Clark zusammen lachen muss. Daenerys hat sich am Ende vielleicht von den falschen Winden leiten lassen. Ob das bei Clark auch der Fall ist, überlassen wir mal eure Einschätzung. Stinks like death. Don't think I can't smell it. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Bald findet ihr außerdem noch weitere Looper-Videos zu all euren Lieblingsstars. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges verpasst.